Hallo Leute, ja, letztes Mal sind wir hier am Bahnhof stehen geblieben. Da hatten wir noch geguckt, ob da Mannequin rumlaufen. Da war einer, hier hinten läuft er noch und das wird also funktionieren. Hier haben wir auch einen Bus, der da läuft. Unsere Linie mit Kunststoff wollten wir noch kontrollieren, haben wir gesagt. Da kamen ja noch ein paar LKWs zu. Waren das schon die oder sind das jetzt die? Okay, da sind 32 drauf. Das ist aber einer nur, das heißt, die anderen müssten hier noch irgendwo unterwegs sein, ne? Das ist auch einer, der hat jetzt Erdöl mit. Das ist auch richtig, aber eigentlich müssten hier noch irgendwo welche kommen. Da sind sie, glaube ich, die zwei, ne? Yep. Die werden dann noch ein bisschen mehr transportieren, hoffentlich. Hier liegen 314. Dieses Schiff hat gerade abgeholt, glaube ich. Nee, das ist was anderes, glaube ich, oder? Nee, das hat jetzt Öl gebracht. Das ist es auch nicht. Ja. Die Frage ist es hier? Ne, da geht es auch um Öl, aber das muss ja auch hier weiterfahren. Ne? Ach, das ist es, das ist leider noch nicht da. Gut. Okay, ich würde sagen, ihr schaut das Logo und dann gehen wir weiter in die Tiefe des Spiels, ne? Auf dem Großbildschirm. Jo, jetzt sind wir auf dem Großbildschirm ohne Logo, ne? Da war das Logo. Gut, okay, fehlgedrückt. Ja, der Kunststoff, der wird ja dann hierher transportiert. Das hatten wir ja schon festgestellt irgendwo. Ne? Da werden dann Päckchen rausgemacht. Ne? Und hier ist Linie 58. Die sollten das bringen, oder wie ist das? Ne, die bringen Stahl, oder? Ja. Wer bringt denn hier Kunststoff? 56, da steht auch Stahl dran. Aber ne, hier steht Cargo 32. Bringt der gerade was? Ja, der bringt gerade tatsächlich was. Das ist doch cool. Das heißt, die müssten jetzt gleich hier produzieren anfangen, oder? Ja, da kommen diese 32 zu. Und die haben aber 3707 Stahl schon da, ne, wenn das Stahl ist. Okay. Das erscheint mir ein bisschen schlecht hier, ne? Ja, sie haben jetzt hier Transport 59 stehen. Das ist jetzt aber nicht so prickelnd. Was jetzt noch wichtig wäre, ist gerade zu gucken, wo der herkommt. Der kommt daher, okay. Und wie viel liegen hier? Okay, der lädt gerade, okay. Und fährt dahin. Okay, das ist nicht die richtige Geschichte. Sondern Linie 56 ist das. Da liegt aber auch schon was bereit, wieder für den nächsten LKW. Das heißt, bis hierhin ist etwas gegeben, aber. Das klappt nicht vom Transport so. Und das Schiff, das ist ein Passagierschiff. Das andere Schiff, das ist ja erst nach da unterwegs. Und sonst ist hier kein Schiff, ne? Der bringt keine. Das ist Öl und das ist auch Öl. Und hier liegen aber schon 346. Ja, ich glaube, da könnte ein zweites Schiff drauf sein, ne? Dieses hier ist, was für eins? Ein Schubschiff. Kettemannes Mühle auf Linie 54. Vielleicht sollten wir da mal gucken, dass wir da noch eins draufsetzen. Fahrzeug kaufen. Cargo. Kunststoff. 326. Wie will er das? 252. Das wäre 2 km schneller. Ja, das ist tatsächlich dann egal, was du so ungefähr kaufst, ne? Geld haben wir genug. Wir können also dieses Schiff noch kaufen und auf die Linie 54 dann setzen, ne? Gucken, dass wir das hinkriegen. So, fährt. Dann haben wir da zwei drauf. Jetzt müssen wir nur gucken, wenn das hin und her schneller geht, dann müssen wir jetzt noch gucken, dass das andere. Ja, aber das wird ja auch schneller gehen, weil wir ja hier die LKWs noch haben. Nicht noch haben, sondern schon haben. Er bringt ja jetzt nochmal 32. Das ist ein Öl, das auch. Das heißt, hier schon der erste Neuer wahrscheinlich. Der hat 32 geladen. Der lädt gerade die nächsten 32. Schafft er das? Ja. Und er wird jetzt gleich auch noch 32 laden. Und hier liegen ja noch 40. Jetzt ist die Frage, wie viel produzieren die? Okay, 9 Öl. Das heißt, es, der kommt zu wenig Öl an, oder was? Der hat nur 17 Öl. Der hat gar kein Öl. Das ist schon schlecht. Das Öl dahin ist auch schon schlecht.
Warte, hier ist. Ja, da kommt nichts an. Und hier sind Linie 49. Wo ist die her? Die kommt hierher, die Linie, ne? Da sind die Schiffe dafür. Hat er geladen? Ja, aber nur 209. Und der fährt leer zurück. Die kommen alle hier weg von Bofzen. Wie viel liegt hier im Hafen? Nur 27, das ist zu wenig. Und wer ist hier? 17 Öl, aber das ist Rohöl. Ich brauche hier aber kein Rohöl, sondern ich muss hier anderes Öl herhaben. Hier so einen Tropfen brauchen wir, ne, auf dem heißen Stein. Die holen das ja weg. So, jetzt ist hier 46. Wer bringt denn hier jetzt was hin? Der. Linie 48 bringt uns was. Linie 48 ist nur von hier. Und wieso ist hier nichts groß? Der entlädt gerade, okay. Ich hoffe, er lädt gleich direkt. Ja, macht er. Und? Nicht voll, ne? Hier ist zu wenig Öl. Produktion müsste gesteigert werden. Das heißt, die müssen mehr Öl haben. Dafür brauchen wir Lieferanten. Das. Wird dahin gebracht. Mit dem Schiff. Und der ist schon auf dem Rückweg. Nochmal gerade. Das war ein bisschen zu weit reingezoomt. Und hier liegen 28 Tonnen nur. Das ist zu wenig. Wo kommen die 28 Tonnen weg? Die machen ja Rohöl, aber ich habe ja hier auch noch dieses Öl. So, das ist Rohöl. Aber wie kommen jetzt hier die drei Tropfen hin? Die 28 hier. Kann ich da mal sehen, was da steht? Aha, einige Gütereinheiten gehen verloren, weil die Station überlastet ist, ja. Ah, er hat hier die 27. Das heißt, die Linie ist von da nach da. Der ist aber nicht voll. So, er müsste jetzt auf Linie 60 fährt er. Die ist schlecht zu sehen, die ist aber hier wohl irgendwo. Ich glaube, das ist Linie 60. Ist das der Zug mit Linie 60? Ja, ist er. Zu wenig Öl. Er kommt hier hin. Okay, der holt es hier weg. Da ist gerade mal eine Tonne, ne? Die produzieren hier 400 volle Produktion. Versand und Transport ist klar. Was kommt denn hier noch an? Von denen. Was bringt der? Rohöl. Und wo wird das hingebracht? Gute Frage dann, ne? Linie 60 wäre das. Ja, da müssen wir mal gerade gucken, ob der, wenn der hier ankommt, der LKW, macht er ja jetzt, oder? Ah ne, der ist schon leer. Wo ist denn der andere? Bringt der auch Öl? Ja, der bringt auch Öl, ne? Aber der hat nichts drauf. Wo sind denn hier die LKWs? Ah, da. Zu spät. Müssen wir gerade warten, bis er da raus ist, oder? Da kommt er und hat voll geladen. Aber ist das richtig? Ja, das ist richtig, weil das muss ja dahin gebracht werden. Sehr schlechten Zustand, ja, weiß ich.
Linie 60 ist da. Achso, und dann kommt das hier hin. Aber wieso? Ach, ich verstehe jetzt nicht. Das ist jetzt das. Das sind 43 Tonnen, die jetzt hier mit dem LKW rübergebracht werden. Okay, das passt. Die kommen hier hin. Und was brauchen die hier? Die produzieren ja nichts, ne? Das ist auch Rohöl. Das wird alles hier. Warum sind hier diese 20 Einheiten? Das verstehe ich nicht. Die sind da falsch. Keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Das wird aber auf jeden Fall hier hingebracht. Und dann da hingebracht, weil die produzieren ja das Öl. Aber irgendwie ist das ein bisschen lahmarschig, auf Deutsch gesagt, ne? Hier im Holz. Warte mal, wir müssen nochmal hier hin. Ne, wo war das jetzt mit dem Rohöl? Ah. Da ist es mit dem Rohöl. Jetzt sind hier schon 46 und ich weiß nicht, wer das wie wohin bringt. Warte mal, da kommt ein LKW. Der hat jetzt 20 Fässer Öl drin. Rohöl. Damit fährt der weg. Aber was passiert mit dem anderen Öl? Wo fährt das hin? Fährt das überhaupt irgendwo hin? Warum wird das hier gelagert? Die produzieren hier, das ist schon gut. Aber hier ist, da ist schon der Knoten drin, dass hier zu wenig Schifffahrt ist, glaube ich. Das heißt, hier muss auch noch ein Schiff drauf. Warte mal, das war hier unten. Das ist Linie 27. Cargo, ja, aber kein Kunststoff, sondern Rohöl oder Öl. Da ist jetzt, glaube ich, das gleiche, ne? 30, 376, 28. Ne, 30 ist schon das Beste. Kaufen wir. Und kommt auf Linie 27. Gut, fährt, glaube ich. Das müsste ja jetzt hier rauskommen, ne? Was ist Schiff 3? Okay, das ist Getreide. Und da kommt das Schubschiff raus mit Ölgeschichte. Hier sind 32 Passagiere drin. Wir fahren dann da mit. Schauen wir mal gerade. Steigen die alle aus? Ja, sind sie. Und 28 fahren wieder mit. Und hier müssen jetzt dann gleich... 5 sind hier, da müssen aber welche hinkommen, ne? Laufen die da vom Hafen nicht rüber? Können die nicht umsteigen? Doch, da hinten kommen welche. Okay, und die laufen wohin? Hier die Straße lang und hoffentlich darüber. Werden wir jetzt gleich sehen. Erster Bus ist Linie 32, der fährt weg. Aber zweiter Bus ist auch Linie 32. Die steigen alle aus. Ja, das hat jetzt auch nichts hier gebracht, dass der da so lange steht, ne? Schauen wir mal, wie lange der jetzt hier noch steht und ob der noch welche mitnimmt. Okay, die laufen aber auch alle zu Fuß irgendwo hin, ne? Hier steigt keiner ein, wa? Doch, einer. Kommen noch ein paar, steigen die noch ein? Die warten aber auf eine andere Linie. Hier ist ja noch eine zweite, glaube ich, ne? Ja, Linie 30. Dann warten die auf Linie 30. Die sind ausgestiegen. Die laufen bestimmt zum Bahnhof, zum Schiffshafen. Was macht der? Okay, der fährt... Menschen tot. Durchgelaufen. Der ist mit 4 unterwegs und der hat keinen. Aber warum hat er hier nicht jetzt noch, oder hat er die Haltestelle auf der Seite? Kann auch sein. Gut, ja, das zweite Ölschiff fährt jetzt hier und wir hoffen, dass das besser wird, oder? Aber so ganz geschmeidig ist das nicht, ne?
Vor allem, ich verstehe die 33 Tonnen Öl hier nicht. Bozenhafen. Wo ist denn Bozenhafen? Das ist Winnenden. Bozenhafen ist hier, da muss das hin. Wo ist denn ein Schiff, was da hinkommt? Warte, das machen wir mal gerade. Da sind wir. Linie 27. Lass mal schneller gerade laufen. Ist das unser Ölschiff hier? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Boah, das dauert ja ewig, bis der kommt. Das ist es. Das ist es. Und ich bin schon auf schneller Stufe und es geht nicht voran, ne? Und der bringt 12 zurück. Okay, wird schon richtig sein, ne? Hier ist jetzt auch Öl. 105. Einem Stock Süd. Ah ne, das. Der hat jetzt geladen, ne? Ja, der nimmt das mit, okay. Oder ist das das? Ja, könnte natürlich auch sein, dass das gleich hier lang fährt, ne? Steht da ja auch, wo es hin muss, ne? Bozenhafen. Und das hier soll nach einem Stock Süd. Wo ist denn einem Stock Süd? Finde ich jetzt nicht so schnell. Doch, da ist Eibenstock. Hafen. Wo ist Süd? Winnenden. Eibenstock Süd. Gute Frage, ne? Ich habe keine Ahnung, wo Eibenstock Süd wäre. Kann ich doch irgendwo bestimmt Haltestellen aufrufen, ne? Stationsstatistiken, da ist es doch. Eibenstock. Süd. Wo ist das? Aha, da ist Süd, alles klar. Ja, dann muss das von da nach da, dann passt das schon. Und die bringen das dahin, ne? Und das ist jetzt aber Holz oder sowas, ne, Getreide. Und das ist jetzt unser Ölschiff. Naja, dann ist das ja gleich da. Ah, und das hat hier genug mitzunehmen, ne? Jetzt kommt hier noch einer. Okay, der legt jetzt an. Kommt natürlich zeitgleich mit dem anderen hier an. Ist auch super, ne? Er hat jetzt was weggebracht und holt und ist auch voll. Jetzt wollen wir mal hoffen, da ist nicht, natürlich nicht so, dass der, wenn der andere kommt, dass das voll ist, ne? Okay, aber hier ist der zweite, ne? 376, das wird nicht voll werden, schätze ich mal dann, oder? Wir werden es jetzt gleich sehen, wenn er angelegt hat. Okay. 278, 80. Fehlen knapp 100. Und dies kommt nicht mit. Fehlen. Kommt noch ein LKW? Nee, ne? Der ist für Holz unterwegs. Er lädt aber noch. Jetzt kommt da noch ein LKW. Vielleicht klappt das ja noch. Weil das ist jetzt Produktion hier raus, ne? Und jetzt kommt er, aber er hat doch noch mehr, ne? Oder? Nee, hat er nicht. Jetzt fehlen da 30. Ja, 21 fehlen. Naja, das geht. Bis zum nächsten Mal ist er dann da und passt, würde ich sagen. An diese hier produzieren auch für den, dass der das nach da abholt. Das wird schon erstmal gut sein, denke ich mal. Ich hoffe, dass unsere Produktion sich hier steigert und dass wir dann da den Kunststoff hinkriegen, dass hier hinten am anderen Ende, wo die Päckchen rauskommen, mehr da ist. Okay, da ist jetzt tatsächlich was im Lager. Und hier ist auch was im Lager. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Okay, hier wird auch was gemacht.
Wir wissen da. Ah, es geht auch noch. Okay. Gut, wir sind am Aufbauen, definitiv, und müssen gucken, wie es besser wird. Kunststoff würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht mal angucken. Jetzt gucken wir uns demnächst irgendwelche anderen Linien an in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.